Der zweite bundesweite Digitaltag ist eine kreative Forderung nach Teilhabe, Transparenz, kleinen Hürden, niedrigen Schwellen. Digitalisierung gemeinsam gestalten. Das ist das Motto des Digitaltags. Digitalisierung erleben, staunen, anfassen, begreifen. Das war das Motto des diesjährigen bundesweiten Digitaltages. Also jetzt kommen wir zur Digitalisierung, denn heute ist der Digitaltag und das bedeutet natürlich für alle, die damit tagtäglich Homeoffice, Homeschooling in der Arbeit, in der Schule zu tun haben, dass jeder eigentlich auch die Chance haben sollte, gut aufgeklärt zu sein und damit umgehen zu können. Am heutigen bundesweiten Digitaltag geht es genau darum, wie gewährleistet werden kann, dass alle die Digitalisierung nutzen können. Teilhabe, das bedeutet mitzumachen, dabei zu sein. Sich an den Strukturen und Angeboten unserer Gesellschaft umfassend beteiligen zu können. Das heißt, es geht darum, Chancen zu bieten, zu verhindern, dass Menschen abgehängt werden. Und deswegen kommt es ganz entscheidend darauf an, dass alle Menschen gleichberechtigt auch die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Vor allem auch, dass der digitale Wandel selbstbestimmt mitgestaltet wird, dass wir verantwortungsvoll mit den Herausforderungen und Risiken umgehen. Das Projekt gewinnt den Preis für digitales Miteinander, der heute am zweiten bundesweiten Digitaltag per Livestream vergeben wurde.